Das Lochis sind zu Gast. Roman Lochmann mit Bernhard Hoeker. Und Heiko Lochmann spielt mit Elton. Und jetzt geht's los. Die Lochis sind zu Gast. Für beide eine absolute Premiere. War noch nie in einer Wissensshow, in einer Rateshow, in einer Quizshow. Heute Abend sind sie hier bei uns. Roman Lochmann spielt mit Bernhard und Heiko Lochmann mit Elton. Ihr seid zu Recht gespannt, was hier heute so alles passiert in der Sendung. Es wird ja wieder viele spannende Fragen geben und viel Spannendes, Interessantes zu erfahren. Ich habe da gleich was zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass, wenn man alle Menschen auf der Welt zusammennimmt, das ungefähr ein Gewicht von 600 Millionen Tonnen ausmachen würde? So, jetzt schauen wir mal, wie sie unser Publikum heute verteilt hat. Neben Bernhard und Roman Lochmann sitzen 72 Zuschauer. Wow. Hinter Elton und Heiko Lochmann sitzen 56. Und damit können wir loslegen. Schauen wir auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien sind Rom, Einspruch, andere Länder, andere Sitten, Trick 17, unsere Erde, total genial, im Hotel, Fragezeichen, tierisch, tierisch, Bauwerke, Royals und Camping. So, Roman, ihr seid ja schon eine Menge rumgekommen, habt viel erlebt, viel gesehen. Ja, vor allem auch oft in Hotels, deswegen würde ich echt sagen, im Hotel. Ja, wir nehmen im Hotel. Ja, natürlich, nehmen wir im Hotel. Ich würde direkt mit im... Im Hotel? Bestimmt eine spannende Frage. Oh Gott. Die erste am heutigen Abend. Der Bettschal am Ende eines Hotelbettes dient A. als Decke für die Füße, B. als Schutz für die Bettwäsche oder C. der internen Qualitätskontrolle des Housekeepings. Das sind immer die Dinger, die mich richtig nerven. Wenn man sich ins Bett legt und dann kann man seine Füße nicht bewegen. Ne? Jetzt kommt die Allüre. Dann ist man so, nein, dann ist man so eingeschränkt. Was willst du jetzt sagen, Heiko? Hast du eine Idee? Ja. Also, als Decke für die Füße kann, nein ich gesagt, nicht, ne? kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das Erste, was ich immer wegmache. Zack, einsammeln und irgendwo weglegen. Ja, nervt total. Schutz für die Bettwäsche. Warum nur unten, warum nicht oben? Also es könnte höchstens sein, dass man, wenn man da den Koffer abstellt oder so, aber dafür gibt es ja Kofferdinger. Ja. Ich glaube, man kann dann einfach, das ist das Letzte, was jemand macht vom Housekeeping. Das heißt, sie machen die Tür auf, gucken rein und da kann man dann sehen, die sind fertig. Das wäre mein Tipp. Ich habe nur, wie gesagt, nicht wirklich Ahnung. Ich würde mir C eher vorstellen können als B und das eher als A. Vom Bauchgefühl würde ich auch C sagen, weil die anderen beiden, die sind mir zu plausibel fast. Wir sind uns beide bei C so sicher, dass wir jetzt das einfach mal mit einer halbwegs sicheren Rate-Situation raten. Ja. C. C. Starten wir mit C. Ja. Ja. Wichtig ist auch, in welche Richtung die Bettkanten gefaltet werden. Das hängt so ein bisschen von der Richtung ab, in der man ins Zimmer reinkommt. Am Fußende eines Bettes liegt in vielen Hotelzimmern eine schmale Überdecke, auch Bettschal genannt. Neben dem optischen Nutzen als Designelement hat der Bettschal auch einen praktischen Grund. Wenn sich Gäste ans Bettende setzen und darauf Jacke, Handtasche oder Schlüssel ablegen, verhindert der Bettschal den direkten Kontakt zum frischen Bett. So bleibt es sauber und Schlüssel und Smartphones rutschen nicht so leicht zwischen Decken und Matratzen. Antwort B ist die richtige. Ja. Aber so, Und schon was gelernt. Schon was weißt gelernt, du, ja, immerhin. Ja, wer weiß denn so was? Weißt du, was das ist? Aber such du dir gerne aus. Das ist, so, Heiko und Elton. Also, Camping. Camping ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Ich bin grad, oder Einspruch. Ich bin ein bisschen mehr für Einspruch. Lass uns Einspruch. Wir nehmen Einspruch. Einspruch? Ja. Okay, komm, machen wir. Campen war ich früher immer, deswegen.
Welche Produktbezeichnung wurde im Mai 2018 vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe für unzulässig erklärt? Weißt du, A. Wertvoller Snack. B. Leichte Butter. Oder C. Bekömmliches Bier. C. Sowas weiß der Elton, ne? Ja, mach mal. Dann, oder? Bist du dir sicher? Wir können schon mit dem Video beginnen. Hast du gelesen, er wusste ja schon davor, deswegen. Ist ja auch gut, dass wir ein bisschen schneller machen, ne? Weil Heiko und Roman müssen pünktlich um 8 heute Abend in Oberhausen auf der Bühne stehen. Ja, hast du recht. Ja, ja, ja. Ja. Wir wollen die Fans nicht warten lassen. Der Bundesgerichtshof entschied im Mai 2018, dass gesundheitsbezogene Angaben in Werbeslogans für Bier nicht zulässig sind. Ein Privatbrauer hatte sein Bier als würzig, bekömmlich und süffig bezeichnet. Mit würzig und süffig darf er auch weiterhin werben, mit bekömmlich jedoch nicht. Denn dies könne als gesund oder leicht verdaulich verstanden werden. Laut EU-Recht somit eine unzulässige Bezeichnung für alkoholische Getränke. So, die ersten 500 Euro. Das war sehr schön. Ja, sehr guter Einstand. Ja. Du wolltest Camping, ne? Ja. Ich finde Camping super, waren wir als Kinder ganz oft. Lass super, machen. Ja, fantastisch. Ja. Gut. Weshalb werden bei Druckflaschen mit brennbarem Gas Linksgewinde eingesetzt? A, damit keine falschen Anschlüsse aufgeschraubt werden können. B, weil die Mehrheit der Menschen Rechtshänder ist. Oder C, um die Haltbarkeit von brennbaren Gasen zu erhöhen. A, Elton ist dran. Ja, komm, nächste Frage. Nächste, mal weiter. Wir müssen hier auf die Bühne. Ich wollte gerade sagen, die richtig schnell. Was ist hier los? So, A ist eingeloggt. Geht ein bisschen schnell heute. Gasflaschen mit nicht brennbarem Gas wie Helium, Sauerstoff oder CO2 weisen ein Rechtsgewinde auf. Flaschen mit brennbarem Gas wie zum Beispiel Propan sind mit einem Linksgewinde ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen. Es soll damit verhindert werden, dass versehentlich eine falsche Gasflasche angeschlossen wird. So passen die verschiedenen Anschlüsse nicht zusammen und gefährliche Verwechslungen können frühzeitig verhindert werden. So, damit auch für euch die erste richtige Antwort und auch für euch die ersten 500 Euro. Ich würde mal unsere Erde nehmen. Ja, mach, ja gerne. Oder? Ja, sag, mach. Ja, unsere Erde, würde ich sagen. Mal schauen, warum? Ob wir Bescheid wissen. Warum? Weil du denkst, kennst du die da aus? Ich mag den Film, der heißt auch so. Also, ich glaube, unsere Erde. Ist ja nicht Planet, aber egal. Komm. Planet der Erde, ne? Das ist nee, Planet der Affen. Planet der Affen. Der hat der Bär mir gerade vorgesagt. Gut, ein Vulkan gilt als aktiv, wenn... Es gibt einen Film, der ist unsere Erde. Richtig. A. Sich das Magma im Vulkan kontinuierlich bewegt. B. Er in den letzten 10.000 Jahren einmal ausgebrochen ist. Oder C. Im Umkreis von 60 Kilometern ein Wärmefeld zu erkennen ist. Ich glaube, das ist das Bier. So, A, B oder C. Komm, Freunde, macht hinne. Ich glaube wahrscheinlich Bier. Also, du kannst ruhig laut reden. Ich könnte mir vorstellen, dass es B ist, weil so oft bricht ein Vulkan jetzt nicht aus. Und gut, wenn man jetzt sagt, okay, der ist in den letzten 10.000 Jahren einmal ausgebrochen, dann ist... Also... die Relation zur Ausbruchrate ist natürlich... Also ich weiß nicht, wie oft bricht ein Vulkan denn aus? Kommt drauf an. Also der Vulkan Elton ungefähr jede zweite Sendung. Aber guck mal, ist das nicht so, dass es so ein... Ist das... Ich meine zu behaupten, dass sich das Magma generell immer irgendwie bewegt. Also dass das immer, zumindest unter der Erde, immer gewissermaßen in Bewegung ist. Ja, aber wenn dir das Magma im Vulkan... Also klar gibt es, wenn du tief bohrst, gibt es da immer, wahrscheinlich immer irgendwo so flüssiges Zeug. Aber wenn das im Vulkan sich kontinuierlich bewegt oder blubbert, gilt ja, glaube ich, als aktiv. Heiko, wer von euch beiden war besser in der Schule? Ich glaube, der Roman hat 0,2, ja. 0,2 besser im Abschluss insgesamt, ja. Mit besseren Durchschnitt von 0,2. Und was stand jetzt vor dem Komma? Na, ja, das eine 2, okay. Ist auch noch okay, oder? Ist okay, das ist okay. Ist gut. Fürs Fernsehen reicht es, fürs Internet allemal. Im Umkreis. Also ich bin für A. Ja. Wollen wir A machen, oder? Ja. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Gut. Gott, ey. Wir haben es ja ausführlich besprochen.
Die Lebenszeit von Vulkanen kann sich über eine Zeitspanne von vielen Millionen Jahren erstrecken. Zahlreiche Vulkane haben dabei in ihrer Tätigkeit lange Ruhephasen. Per Definition gilt ein Vulkan als aktiv, wenn er in den letzten 10.000 Jahren mindestens einmal ausgebrochen ist. Heute gibt es weltweit ca. 1.500 aktive Vulkane, allerdings keine mehr in Deutschland. Der letzte brach vor 11.000 Jahren in der Vulkaneifel im Ulmener Maar aus. So, das war jetzt die erste wichtige Erfahrung, Heiko. Du musst lernen, dich durchzusetzen. Ja, es bleibt bei 500 Euro. Was ist das Fragezeichen? Das ist zu Überraschungskategorie. Da kann alles kommen. Sollen wir mal so Trick 17 oder genial, total genial nehmen? Trick 17, komm. Trick 17. Lass mal machen. Das sind so Lifehacks. Könnt ihr auch mal was machen, ne? Das sind so Lifehacks. Ja, doch. Womit kann bei einem Neuanstrich die Tragfähigkeit des Untergrunds bestimmt werden? A. Klebeband, B. halbe Zwiebel oder C. Kugelschreibermine? Also nur, dass wir das verstehen. Ich will etwas neu anstreichen. Ich gehe mal an, von der Hauswand würde ich jetzt mal ausgehen oder sowas. Ja. So, und jetzt will ich wissen, wie tragfähig der Untergrund ist. Also wie haltbar ist der Untergrund für die Farbe, die dann später da drauf kommt? Ja, das angenommen, ich will jetzt irgendwie hier das Holz hier streichen. Wie, ja. wie tragfähig ist dann dieses Holz? Ja, wie willst du das machen? Mit einer Zwiebel? Eine Zwiebel macht keinen Sinn, Kugelschreiber. Nur Klebeband, oder? Du machst Klebeband drauf, macht Sinn. Ziehst wieder ab und dann guckst du, ob Farbe hängen bleibt. Dann weißt du, aber im Untergrund. Boah, du bist das Gegenteil von einem. Also, mit Handwerker hast du gar nichts. Wenn ich kein Handwerker bin, das weiß ich auch. Dann ist, oder Maler oder sonst was. Deswegen. Ja? Ja, gut. Soll ich es auf meine Kappe nehmen? Du, voll. Voll und ganz. Ich nehme Klebeband. Ah, ich merke schon, ne? Roman ist jetzt unsicher, nachdem Heiko eben recht hatte und Elton sich dann durchgesetzt hat. Bevor Innenwände einen Neuanstrich erhalten, sollte der Untergrund auf Tragfähigkeit geprüft werden. Dazu stehen mehrere Methoden zur Auswahl. Eine davon ist die Abreißprüfung. Hierbei wird ein ca. 20 cm langes Klebeband eine Minute lang fest an die Oberfläche gedrückt und anschließend ruckartig abgezogen. Bleiben am Klebeband Mörtel oder Farbreste haften, ist der Untergrund mürbe und muss nach einer gründlichen Reinigung mit tiefem Grund stabilisiert werden. Sehr gut. Wolf, 1.000 Euro sind es bei euch. So, ihr seid in Führung, ihr müsst dranbleiben. Total genial. Womit lässt sich unkompliziert und schnell Milchschaum herstellen? A. Milch mehrere Male durch ein feines Sieb filtern. B. Einen Teelöffel Zucker zur Milch geben und einen Strohhalm hinein und mit einem Strohhalm hineinpusten. Oder C. Heiße Milch in einem Schraubglas schütteln. Was ist ein Schraubglas nochmal? Was ist nochmal ein Schraubglas? Was ist das nochmal? Glas, was so zuschraubt, also ein leeres, so Marmeladenglas. Ach so. Was mal zuschraubt. Ja, du bist mal ganz ruhig da drüben. Du wolltest gerade sagen. Nee, klar. Nur weil da entsteht natürlich ein Milchschaum. Ist halt die Frage, ob das der Milchschaum ist, den man vielleicht jetzt auch auf dem Kaffee oder so macht. Entsteht nicht irgendwann Butter? Wenn das schön ist ohne Ende. Wenn man also ein Teelöffel Zucker zur Milch geben und dann mit einem Strohhalm hineinpusten. Klingt sehr erfunden irgendwie. Also ich bin vom Bauchgefühl her, bevor ich mich immer damit näher befasse, wäre ich bei C. Du schüttelst das Ding. Ja, auch bei C. Und dann hast du auf jeden Fall, also ist auch Schaum, aber das ist wahrscheinlich wieder zu naheliegend. Milch mehrere Male durch ein feines Sieb filtern. Das schließe ich jetzt mal aus. So, was machen wir? Was ist denn unkompliziert? Wenn du heiße Milch in ein Schraubglas machst und schüttelst, das ist unkomplizierter, geht's eigentlich gar nicht. Und schnell geht's auch. Ja, du hast recht. Brauchst du einen Kaffee? Ich tendiere zu C, ich weiß nicht. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ich weiß nicht, ob Zucker. Also, es kann ja sein, dass man, wenn man Milch hat. Heize fest. Ja, wir nehmen C. Das wäre ja dann Zuckermilch, weißt du? Das wäre dann süß. Man kann ja nicht. Darum geht's ja nicht. Darum geht's. Ist ja die Frage, ist das, ob das. Also, der Elton trinkt seinen Milchkaffee am liebsten mit ganz viel Zucker. Stimmt gar nicht. Zucker mit ein bisschen Kaffee dazu. Na komm, sagt man das denn? Ich trinke nie mit Zucker. Hast du nie Zucker drin? Nie. Nur die Chips dazu? Ja.
Aus Südlich. Boah, Chips. Bernhard ist mit Chips und Kaffee. Du verwechselst uns immer wieder. Oh, nicht, ihr seid euch aber auch so ähnlich. Mit diesem genialen Trick kann schnell und unkompliziert fluffiger Milchschaum hergestellt werden. Alles, was man dazu benötigt, ist ein Schraubglas. Etwas Milch hineingeben und für etwa 30 Sekunden ohne Deckel in der Mikrowelle erhitzen. Dann Deckel drauf und schütteln, schütteln, schütteln. Nach etwa einer halben Minute hat sich das Volumen der Milch knapp verdoppelt. Der cremige Schaum kann dann ganz einfach abgelöffelt werden. Und fertig ist der Cappuccino. Sehr gut. So, ihr steht bei 1000 Euro. Und das haben wir doch selbst schon gemacht. Das hast doch du schon gemacht mit dem Milchschaum. Das bitte? Haben wir selbst schon zu Hause ausprobiert. Hätte jetzt auch das gesagt. Das hat mich jetzt gewundert, Stelle. Warum du so lange. Okay. Ich finde, Rom und Bauwerke würden mich beide interessieren. Rom und Bauwerke? Ja, die könnt ihr gerne nehmen. Ach so. Na ja, gut, jetzt haben wir uns ein bisschen verraten. Ne? Ja, sollen wir einfach Rom nehmen? Oh, gut. Das hat bestimmt einer gesehen hinter uns. Die waren schon mal da, wir haben 12 Roman. Ja, komm, wir nehmen Roman. Roman. Ja, ich heiße Roman. Roman. Nimm doch mal Roman. Roman, liegt in meinem, ne? Nimm doch mal Roman. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Die neuesten Helme der Schweizer Garde im Vatikan. A. Sind aus Plastik und werden im 3D-Drucker produziert. B. Leuchten im Dunkeln rubinrot. Oder C. Haben ein integriertes GPS-Gerät. Alles. Einmal alles. Okay, also sind aus Plastik und werden in 3D-Druckern produziert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also das würde ich jetzt ausschließen. Das ist leuchtend dunkel, rubinrot haben. Das sind diese Metalldinger. Und warum? Die sehen ja immer noch gleich aus. Warum? Also ja, warum? Sie, das macht keinen Sinn. Ja, warum? Und integriertes GPS-Gerät, das macht... Ja, die werden vielleicht oft geklaut, man weiß immer, wo sich die Jungs bewegen und dann hat man so eine schöne Karte, wo man weiß, wo die rumlaufen. Und wenn der Pipi macht, stellt er seinen Helm wohin, damit die nicht wissen, wo der Pipi macht. Ja, super. Genau. Und geht danach. Oder die Leute wissen es halt genau dann. Und sehr lustig ist, wenn er seinen Helm auf den Laster wirft und die dann denken, hey, der rennt aber schnell. Also weißt du so vom... Ja, voll. Das, Also... Ich merke schon, ihr wollt das in den Publikumsjoker nehmen. Also C würde Sinn machen. Ja, ich bin wir sind beide bei C gewesen, sollen wir einfach bei C bleiben? Ja. Wir bleiben bei C. Gut. Ja, ist ja ein. Man hätte das Publikum. Ist ein freies Land, Demokratie. Ja. C. Seit dem Jahr 1506 bewacht die Schweizer Garde den Vatikan. Ausgestattet mit farbenfroher Gala-Uniform, Lanze und dem sogenannten Morion. Einem handgeschmiedeten Helm aus Metall. Bis zu 100 Arbeitsstunden braucht ein Schmied, um ihn zu fertigen. Nun ersetzt nach und nach eine neue Version Helme die beulenanfälligen Vorgänger. Diese werden in einem 3D-Drucker und aus Kunststoff produziert. Und das in nur 14 Stunden pro Stück. Wer hat's gewusst? Wer ist italienisch? Hier, ihr seid, wir haben eine... Hättet ihr es gewusst? Ja. Gewusst nicht, aber... Gewusst nicht, aber wir sind Italiener. Super. Aber hier, bleibt bei 1000 Euro. So, ihr könnt in Führung gehen. Ständiger Wechsel hier heute. Andere Länder haben es. Welches Problem versuchte eine Schule im indischen Bundesstaat Bihar durch das Verputzen ihrer Fassade zu beseitigen? A. Affen nutzten die Fassade, um Revierkämpfe auszutragen. B. Wind verfing sich in der Fassade und erzeugte unerträgliche Laute. Oder C. Eltern kletterten an der Fassade hoch, um Spickzettel zu reichen. Also ihr müsst jetzt ruhig sein. Auch wenn ihr Inder seid. Müsst ihr... Also... Affen nutzen die Fassade, um Revierkämpfe auszutragen. Fassade ist doch die Hauswand. Wie sollen da Affen Kämpfe austragen? Du, was die Affen können, das weißt du nicht. Ja, was ist eine Hauswand? Na gut, die hat, okay, jetzt verstehe ich. Die hatte größere Lücken und da sind die vielleicht hochgeklettert, so ein bisschen. Aber
So, Wind verfing sich an der Fassade und erzeugt unerträgliche Laute. Das kann ich mir ein bisschen vorstellen, wenn die so Lochis haben. Und die erzeugen unerträgliche Laute. Ach nee. Nein, aber du weißt, der Wind so es macht auf jeden so. Fall. Ich meine, aber das selbe Prinzip, wenn man pfeift, dann liegt das ja im Endeffekt auch nur daran, dass da quasi. Ja, aber. Was ist das? Was ist daran? Eltern klettern an der Fassade hoch. Das kann ich mir echt gar nicht vorstellen. Also dann doch eher die Affen. Eltern klettern an der Fassade hoch, um Spickzettel zu reichen. Das geht ja richtig aus. Stell mir mal vor, ich schreibe so eine Klassenarbeit. Ach, irgendwie kenne ich gerade die Frage nicht. Ach ja, hi Papa, hi Mama. Dann siehst du nur so ja, und die dann Augen, oh hallo. Und woher, also die sind dann so am, weiß ich nicht, wo ist denn, wenn... Mach's mal vor. Wenn du... Hast du gespielt damals? Setz dich mal da hin, bitte. Komm, mit dem Stuhl. Vorne auf die mit dem Stuhl. So, Kai, du bist der Lehrer? Ja. Warum bin ich der Lehrer? Ich will nicht der Lehrer sein. Ja, okay, dann bist du der Rektor. Dann verhalte dich doch. So, du bist der Lehrer oder was? Das ist hier so die Fassade. Aber und dann Elton macht... Komm ich so... Elton macht keinen Scheiß, gell? Komm ich so hoch und... Hey, komm her. Also, was weiß ich denn? Und dann aber sagen, nein, Heiko, das ist für den Roman. Musst du weitergeben. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Also ich glaube... Also ich bin auf einmal wieder bei den... Also eigentlich die Affen, ne? Das ist wahrscheinlich ja. Und wir annehmen? Wird das riskieren jetzt ohne Publikumsschule? Warum ist das einfach ein Problem für eine Schule im Indischen, ja, durch das Verputzen ihrer Fassade zu beseitigen? Also gut, das heißt, die Affen sind immer noch da auf der Fassade. Ja, vielleicht haben die Sachen aus der Fassade Steine rausgerissen und sich dann damit beschmissen oder sowas zum Beispiel. Und wenn die verputzt ist, und das verputzt ist, ist es glatt und die können nichts mehr rausschmeißen. Aber sie versucht vielleicht mit. Doch, komm, wir nehmen A. Oh Gott, ist das. Vielleicht also. Auch gesehen? Vielleicht haben ja auch die Affen die Spickzettel gebracht. Und die Eltern hatten Revierkämpfe. Das ist die frisch verputzte Fassade einer Schule im indischen Bundesstaat Bihar. Die Schulbehörde veranlasste diese Maßnahme, nachdem sich jahrelang unglaubliche Szenen an diesem Gebäude abspielten. Regelmäßig kletterten hilfsbereite Eltern und Verwandte der Schüler an der Fassade empor. Mit Spickzetteln bewaffnet wollten sie so ihren Schützlingen bei den wichtigen Abschlussprüfungen helfen. Durch den neuen Putz sollen diese Versuche nun verhindert werden. Alter. Da denkt man, man hat alles schon gesehen und dann sowas, oder? Wie sieht denn meine Kategorie aus? Wer macht denn sowas? So, weiter geht's. Wir haben noch vier Kategorien. Alle Kategorien haben wir alle falsch beantwortet. Such du dir bitte was aus. Ja, gut. Ich würde, glaube ich, echt einfach. Ey, ohne Scheiß. Ich würde die Zufallskategorie. Wir nehmen die Zufallskategorie. Fragezeichen. Genau. Wir nehmen das Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Zufallskategorie und wir haben das Publikum noch. Ja. Haben wir das Publikum noch? Das haben wir noch. Ja, ja. Auch den Joker. Auch dich. Welches Phänomen wird in Parkinsons Gesetz beschrieben? A. Je mehr Zeit jemand für eine Aufgabe hat, desto länger braucht er. Ich hätte schon mal gehört. B. Je mehr Süßes verzehrt wird, desto größer ist der Heißhunger darauf. Oder C. Ein Bart wächst schneller, je öfter er geschnitten wird. Ich glaube, das trifft irgendwie alles zu, aber was ist davon? Es war total schön. Ich habe A gesehen und dachte, ja geil, das kenne ich, das gibt es, das ist es. Bei B dachte ich, yo, das kenne ich, das ist es. Aber C, also er wächst nicht schneller, nur weil man ihn öfter schneidet. Sag ich mal so, es ist ja, das Parkinsons-Gesetz ist ja, also das Gesetz ist ja immer sehr auch auf die Allgemeinheit. Das ist ja, also mich würde es wundern, wenn so ein Gesetz, wenn es da über Bartwuchs oder über das Verzehren von Süßigkeiten, wenn es darum geht. Also je mehr Zeit jemand für eine Aufgabe hat, desto länger braucht er. Kennst du das nicht? Wenn man, ja, natürlich kenne ich das. Ne? Ich finde auch unter Stress zum Beispiel, oder Zeit, Stress oder so ein Zeitdruck, da arbeitet man besser und effektiver. So, dann mal. Hopp, hopp, hopp. Ich finde, also
aus meinen persönlichen Erfahrungen, ja, wenn ich jetzt zu viel, keine Ahnung, Schokolade gegessen habe, dann habe ich nicht noch mehr Bock darauf. Dann irgendwann hat man. Sieht aber nicht so war's aus, das dann auch? Wie bitte? Ist alles gut. Achso, wir sind Zwillinge, ne? Also, wenn du jetzt über mein Aussehen, wir sind Yin-Yang. Da relativ gleich, ne? Wie, wenn du Schokolade isst, kriegt er Heißhunger drauf, oder? Ja, genau. Das ist so ein Telepathie-Ding, ja, weißt du? Hat er fast. Gut, also das ist so ein Telepathie. Nee, erst dann, das ist bei Zwillingen, das war uns echt auch so. Dieser Futterneid, weißt du, den man, das war uns so, wenn der Heiko eine Bohne mehr auf dem Teller hat, dann wird er direkt böse. Wer ist denn der Boah. Ältere von euch beiden? Ich bin der Erstgeborene. Kaiser, das jedes Mal, ne? Ich bin dein großer Bruder. Hm? Auch wenn es nur eine Minute ist, Kaiserschnitt, aber ist mir egal. Hm? Also, dann beweis doch mal, dass du der große Bruder bist. Ja, genau, deswegen, Ich bin jeder. Ah. Komm, du. Sollen wir Komm, A nehmen? Die sollen, ah! Ah! Ah. Oh. Ich bin voll, also, ja? A. Oder sagst du nee? Ah, nein, nein, wir bleiben bei A. Wir haben A. Das hat der große Bruder aber mal. Ein Machtwort ausgesprochen. Hat aber mal einen rausgehauen hier. Hm? Komm, zeig mal her. 1955 verfasste der britische Soziologe Cyril Northcote Parkinson in einem Essay Parkinsons Gesetz. Auch heute noch sind seine Lehrsätze, die eine Mischung aus Wissenschaft und Satire darstellen, relevant. So auch sein bekanntestes Gesetz. Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und nicht in dem Maß, wie komplex sie tatsächlich ist. Je mehr Zeit wir uns also für eine Aufgabe nehmen, desto länger brauchen wir auch dafür. Parkinsons Ziel? Die bürokratische Ineffizienz der britischen Marine zu kritisieren. Bam! Bam! Ha! So, ihr habt 1.500 Euro auf dem Konto. Und einmal dürft ihr noch wählen. Die letzte Kategorie fällt euch ja dann quasi zu. Ah, ich nehme mal an. Alles außer Royals. Ja, ich will das auch nicht haben. Ich befürchte, ihr kriegt es trotzdem. Ja, wir kriegen es wahrscheinlich trotzdem. Du willst Tiere nehmen? Ich würde aber auch gerne Bernhard die Bauwerke wegnehmen. Nee, das musst du gar nicht. Auch wenn du willst. Bauwerke. Gut, Bauwerke. Warum sind lange Autotunnel selten schnurgerade gebaut? A. Autofahrer werden so vor dem Tunnelblick geschützt. B. In geraden Tunneln entstehen häufiger Staus. Oder C. Durch die gebogene Form zieht Rauch im Brandfall schneller ab. Sehr interessante Frage. Also ich glaube, wenn jetzt ein Tunnel 3 Kilometer lang ist oder mehr, das kommt ja mal vor, dann ist das egal, ob der jetzt, wenn es da brennt, ob der jetzt, wenn in der Mitte irgendwann zwischen nach 5 Kilometern Feuer ist, dann zieht der deswegen die Stelle ab. Die haben ja auch dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Ja, dafür. Gutes Argument, finde ich gut. In häufiger Staus. Warum soll es denn da häufiger Staus geben? Wann gibt es denn Staus? Staus gibt es bei einem Unfall oder wenn sehr viele Autos auf dieser Straße sind, wenn die sehr stark befahren ist. Aber ob die jetzt gerade ist oder ob die jetzt Kurvig verläuft, das macht ja keinen großen Unterschied, oder? Ich hatte was mit Müdigkeit im Kopf, dass du halt aufmerksam bleibst, wenn du Auto fährst. Das ist ja der Tunnel. Wenn du gerade ausblick, dann bist du irgendwann müde. Ja, ist das der Tunnelblick? Ja, wahrscheinlich, ja. Oberhausen wartet auf die Lochis. Heiko, ich würde A nehmen. Komm. Persönlich. Wo seid ihr denn die nächsten Tage? Heute Oberhausen? Wir sind jetzt noch 2 Wochen lang auf Tour, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir waren dann schon 2 Wochen lang mit unserem neuen Album. Und jetzt sind wir in Berlin, sind wir noch in Österreich. Ach, überall. Überall. Wo denn? Ey, egal wo man in Deutschland, Österreich, Schweiz wohnt, das dauert nicht lang, dann ist man auch beim Konzert. Echt überall. Ist doch eh überall ausverkauft, weißt du sowas, oder? Hm? Ich glaube, ein paar Restkarten gibt es tatsächlich noch. Okay. Ben, was ist los? Schockstarre. Wieso? Was ist denn deine nächste Alternative? Ich bin jetzt definitiv plötzlich total bei B. Weil A kann, also selbst Kurven, das können ja keine so schnelle Kurven, das sind ganz langsame Kurven. Ob da der Tunnelblick wirklich so. Aber wieso sollten denn. Wieso weiß ich nicht? Darf ich B nehmen? Nee, pass auf, du entscheidest. Nein. Doch, du entscheidest. Das kannst, okay, kannst du auch mal großer Bruder sein. Hey, Heiko. Jetzt, ja, okay. Du entscheidest. Okay, warte, komm, gib mir jetzt. Oh. Roman, du musst doch mal hier. Du warst dir doch so sicher. Wie geil.
Im geraden Schwörchen heute raus, glaube ich nicht. So, entscheide dich, Junge! Entscheide dich! Was meinst du? Okay, A. Okay. Alter, jetzt. Heiko sagt A. Boah, Heiko, das. Das gibt einen bösen Diss, das sage ich dir, wenn das nicht stimmt. Ja? Da kriegst du wirklich was zu hören und zu lesen. Der Bau eines Tunnels ist mit großem Aufwand und hohen Kosten verbunden. So könnte man auf die Idee kommen, dass immer der kürzeste Weg, also eine Gerade, gewählt wird. Doch große und lange Tunnel sind meistens leicht gekrümmt und Ein- sowie Ausgang liegen hinter einer Kurve. Der Grund? Die gebogene Form soll Autofahrer vor schneller Ermüdung und dem sogenannten Tunnelblick schützen. Zusätzlich wird so ein durchgängiges Blenden der Fahrer verhindert. Ja. So viel Spaß kann Fernsehen machen. Boah. Gar nicht schlecht. Sehr gut. Ja? Schlecht. Was kurz davor, nicht ne? Schlecht. So, das ist doch fast so ein bisschen wie großer Bruder. Guck mal, ist doch dieses Gefühl so, oh, du bist eine Runde weiter, Heiko. Täusch ich mich? So, 1500 Euro auf beiden Seiten. Täusch ich mich? Oder haben jetzt wir haben beide noch eine gute Sorge, ne? Wir haben beide noch eine gute Sorge. Dann auf jeden Fall Royals, oder? Also, ich glaube. Wir nehmen jetzt Royals. Ah, unser Lieblingsthema. Jetzt nehmen wir. Ja, ist gut. Ja, ja, weil nämlich. Kannst du mit Royals auch. Ja. So. Nämlich. Ja. Vielleicht wissen wir es sogar allein, aber dann haben vielleicht geht es ja um italienischen König. Ja. Hm? So, die Frage aus der Kategorie Royals. Prinz William und Prinz Harry. So, wir nehmen das Publikum. Wir haben das Publikum. A, sind verwandt. B, sind Brüder. Oder super. Ja. A, sind in Spanien bekannt als Giuliano und Enrique. B, nahmen 2009 eine Coverversion von All You Need Is Love auf. Oder C, trugen als Kleinkinder zu offiziellen Anlässen immer einen Strohhut. Ich habe eine Tendenz zu C. Ja. Einfach. Hast du damals auch immer gemacht, das? Ja, genau. Giuliano. Das erklärt dann auch die Frisur. Ja, genau. Giuliano und Enrique. Aber wir haben, also wir nehmen auf jeden Fall den Joker, ganz klar. Ich habe noch nicht mal eine Tendenz. Okay. Ich habe einfach nur entspannte Neugierde, was dabei rauskommt. Du kennst nicht mal Prinz William und Prinz Harry. Ich weiß, das ist ein Fußballer, ne? Ja. So, es ist. Das, da habe ich schon mal von gehört. So, und die. Aber ich finde, mir würde Spanien gefallen, dass es da vielleicht so eine Coverversion von den beiden gibt. So, wer weiß das? So, denn? Wer weiß es? Wer weiß denn sowas? Von? Oh. Ach so. Strategisch. Hat jemand denn eine Ahnung? Irgendwas? Es sieht momentan nicht danach aus, sagen wir mal so. Das kann nicht sein. Ach, gut, dass ihr Royals genommen habt. Ja. Aber das kann. Es muss doch jemand. Keiner. Hat jemand nicht eine Ahnung, schon was gehört? Guck mal. Prinz, keiner, Prinz Harry. Keiner ein Abo von irgendeiner Frauenzeitschrift oder so? Also C, man, aber Strom könnte natürlich sein, offizieller Anlass. Also, Freunde, ich befürchte, ihr müsst dann. So! Ja! Oha! Komm mal auf die Seite hier, das macht's einfacher. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hi. Wie heißt du? Caroline. 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 Was machst du beruflich? Ich arbeite im Kindergarten. Mhm. Mhm. Hat man da Zeit, so mal in den Zeitungen, in den bunten Blättern zu blättern? Die liegen da ja nicht so aus. Das ist ja nicht also so ich hab's nicht gelesen, ich weiß es auch nicht. Ah, okay. Aber du weißt es nicht? Nee, nicht hundertprozentig. Aber ich weiß, dass Guillaume auf Französisch William heißt. Oh. Nein, wie geil ist das denn? Hm? Das könnte ja zumindest schon mal ein William. Stück weiterhelfen. Auf Französisch William? Guillaume. Heißt William. So. Da haben wir doch die richtige. Ja, super. Vielleicht Harry. Dankeschön. Super, das. Das ja, also, das heißt, du bist für. Antwort A. Okay. Henrique. Ah, dann gucken wir uns das mal an. Jetzt muss es nur noch richtig sein. Dann gibt es noch mal 500 Euro obendrauf. Wenn man sich mit Spaniern über die britischen Royals unterhält, kann es ziemlich schnell zu Verwirrungen kommen. In manchen Ländern werden die Namen der Adligen zum besseren Verständnis landestypisch abgewandelt. So werden aus Prinz Harry und William die feurigen Südländer Enrique und Guillermo. Und auch andere Mitglieder der britischen Königsfamilie wurden von den Spaniern umgetauft. Königin Isabel II., Prinz Carlos, Guillermos Frau Catalina und ihre Kinder Jorge, Carlotta und Luz. Da kann man nur gratulieren.
Ja? Mega. Also. Nicht mehr loslassen. So, ihr steht bei 2000 Euro. Ach ja. Jetzt? Das war großartig. Aber wir haben ja auch noch ein super Publikum. Ja, mit ja, uns. Ja, ja. Jetzt wird tierisch. Jetzt wird tierisch. Letzte Frage aus der Kategorie tierisch, tierisch. Wann vergießen Krokodile sprichwörtliche Krokodilstränen? A. Wenn die Jungen das Nest verlassen? B. Beim Fressen der Opfer? Oder C. Wenn sie Zahnschmerzen haben? Oder C. Wenn sie Zahnschmerzen haben? Tja. Also, wenn die Jungen das Nest verlassen. Zum Zahnarzt gehen wird schwer bei C. Fressen der Opfer. Fressen der Opfer? Also, sie können ja auch Freudentränen sein. Weißt du, wenn man gesättigt wird und dieses Bedürfnis irgendwie dann befriedigt wird, dann ist es vielleicht ein natürlicher Instinkt, dass man dann so eine Freudentrainer ausstößt. Also A würde ich mal ausschließen, wenn die Jungen das Nest verlassen. Oh, diese gehen. Oh. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beim fressenden Opfer kann ich mir das eher vorstellen, dass es vielleicht eine Art Schutzreflex ist, weil die vielleicht noch leben oder sowas und um sich schlagen, aber dann machen die Augen zu. Warum sollten die dann Krokodilstränen vergießen? Aber also ich kann mir noch B so ein bisschen vorstellen. Und C, wenn die Schmerzen haben, fangen die an zu heulen. Komm, wir fragen das Publikum, oder? Ja, wir fragen eh das Publikum. Meine Tendenz ist C. Ja, bei mir auch. Dann B, dann A. Aber wissen... Nein, also sagen wir mal so. 60, 30, 10. 60% C, 30% B. Deswegen sagt die Krokodilsmama immer nach dem Fressen nicht vergessen, Zähne putzen. Hm? Ja, das reimt sich. Hm? So. Nach dem Fressen Zähne putzen nicht vergessen. So, bitteschön. Eieieiei. Da steht jemand auf. Jetzt. Ja. So, wir kommen einer Lösung näher. Grüß dich. Noch was? Ich bin Dennis. Dennis, grüß dich, Dennis. Wo kommst du her? Aus Hannover. Was glaubst du denn mit den Krokodilstränen? Also genau weiß ich es nicht, aber ich bin auch wie die meisten bei C, weil ich mich auch an früher erinnere. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Und auch diese Bücher mit den Tieren gesehen habe. Und da gab es auch immer viele Krokodile, die Zahnschmerzen hatten. Also da ging es mehr um den Schmerz, der da die Tränen auslöst, als irgendwie Freude oder... fressen oder so etwas. Okay, gut, also du sagst Antwort C. Ja. Wenn Krokodile Zahnschmerzen haben, dann müssen sie auch mal weinen. Jemand, der sprichwörtlich Krokodilstränen vergießt, heuchelt seine Trauer nur. Denn der Legende nach beweinen Krokodile ihre Opfer. Eine Studie der University of Florida zeigte nun, dass Krokodile tatsächlich Tränen produzieren, und zwar beim Fressen. Die Forscher vermuten, dass durch das typische Schnaufen beim Fressen Luft durch die Nebenhöhlen gepresst wird und dadurch das Tränensekret an den Augen austritt. Dennis! Ja? Vielen Dank, Volker. Macht euch nichts draus. Du hast einmal die richtige Antwort bekommen. Ja? Und jetzt ist hier noch gar nichts entschieden. Ne? Jetzt müssen wir die Daumen drücken fürs Finale. Wir schauen mal auf den Zwischenstand. Bernhard und Roman Lochmann haben 2000 Euro auf dem Konto. Elton und Heiko Lochmann 1500. Und damit sind wir jetzt bereit fürs große Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Ernährung. Vitamine, die größte Stärke, was ist am billigsten? Gut. Das ist wirklich. Komm, Elton, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte auch gesunde Ernährung sein können. Ich persönlich. So muss es sein. Oder wir haben uns verrechnet. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Wobei handelt es sich um eine Frucht und ihre kernlose Zuchtform? A. Kaki und Charon. B.
B. Litschi und Rambutan oder C. Maracuja und Passionsfrucht. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Und aus. Was war hier denn los jetzt? Ich darf ja immer nicht so viel sagen, aber hier ist, glaube ich, in der letzten Zehntelsekunde auf beiden Seiten noch mal Wir hatten es von Anfang an. Ja. Hat sofort ein Argument gebracht. Das andere ist dasselbe, nur so wie Mandarinen und Dingens. Okay. Ja. Aber das ist schon entschieden. Ja. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt und beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Aber beide Teams können nicht gewinnen. Es kann nur einen Sieger geben. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Die Lochis sind heute bei Wer weiß denn sowas zu Gast. Roman Lochmann spielt mit Bernhard Hohecker, die beiden haben 2.000 Euro erspielt. Und Heiko Lochmann im Team mit Elfen, die beiden haben 1.500 Euro erspielt. So, ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Wobei handelt es sich um eine Frucht und ihre kernlose Zuchtform? A. Kaki und Charon, B. Litschi und Rambutan oder C. Maracuja und Passionsfrucht? So, jetzt schauen wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Roman haben gesetzt 1.280. Elton und Heiko haben gesetzt 501. Nee, was? 1.388. So, dann schauen wir mal, auf welche Antworten ihr getippt habt. Bernhard und Roman haben getippt auf Antwort B. Ehrlich? Elton und Heiko haben getippt auf Antwort C. Ja. Antwort A, Entschuldigung. Ihr wart noch bis kurz vor Schluss. Wir waren bei C. Wir sind jetzt danach beide der Meinung, okay, C ist wahrscheinlich richtig, nicht A. Und wir haben einfach das falsche. Aber ihr habt in der letzten wirklich Zehntelsekunde noch umentschieden oder ist ja einfach der Finger ausgerutscht? Wir sind natürlich mit dem Finger ausgerutscht. Okay. Die Passionsfrucht. Nee, alles Gute. Die hat auch Kerne. Dann ist es A. Cool. Die kleinen Dinger, die kann man so auslöffeln. Die Passionsfrucht hat Kerne. Hm? Rambutan kenne ich nicht. Die Rambutan kennst du nicht? Nee. Die Rambutan ist verwandt mit der Litschi. Hm? Also wahrscheinlich wie die Passionsfrucht mit der Maracuja. Nein, das ist schon okay. Es ist mit A. Ich glaube, es ist A, Kacke. Sonst wäre es egal gewesen, ob er gewechselt hat. Ja, ja. Das ist, ich kenne ihn, ich kenne sein Gehirn, ich habe es gelesen. Ich hab Teile davon im Reagenzglas zu Hause. Die Kaki ist auch als Kaki Pflaume bekannt und die Charon ist die ursprünglich aus Israel stammende Zuchtform ohne Kerne. Antwort A ist richtig. Sehr gut. Glückwunsch. Boah, Alter. Ja. Euro heißt für jeden von euch 51,57 Euro. So, ihr seht, vielen Dank. Danke für den Besuch. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß, ihr müsst schnell los jetzt nach Oberhausen. Heiko, ihr müsst nach Oberhausen. Ihr müsst nach Oberhausen. Viel Spaß.
und viel Erfolg auf der Tour. Auf vielen, vielen Dank. Termine noch. Dankeschön. Na, absolut. Ja. Haut rein. Ja, Dankeschön. Und am besten jetzt nur noch in Shows gehen, wo keine Jury dabei ist. Ja? Danke. Tschüss.